Reagierst du empfindlich auf Reize und wird dir schnell alles zu viel? Hast du das Gefühl, dass du hochsensibel sein könntest oder hast du Entsprechendes vielleicht schon mal gehört? Ich zeige dir jetzt, woran du erkennen kannst, ob du hochsensibel bist oder nicht und was das Ganze eigentlich bedeutet. Zunächst einmal die Frage, was ist Hochsensibilität eigentlich? Denn es besteht nach wie vor eine ziemliche Kontroverse um dieses Thema. Also vorweg, bevor wir tiefer einsteigen, es ist kein wissenschaftlich fundiertes Konzept. Es gibt sehr wenig Forschung noch dazu, muss man ganz klar sagen. Und es gibt keine einheitliche wissenschaftliche Definition. Deswegen kann ich dir jetzt nicht irgendeinen tollen Satz sagen, der alles abdeckt, was wichtig ist oder was du dazu wissen musst. Wir reden hier also auch nicht über eine Diagnose. Es ist keine psychische Störung oder irgendeine andere Störung. Es ist keine Krankheit. Es ist am ehesten eine besondere Form der Reizverarbeitung. Hochsensible Menschen, so heißt es, reagieren empfindlicher auf Reize und verarbeiten diese intensiver. Das kann dazu führen, dass sie mehr Informationen aufnehmen und verarbeiten können. Es kann aber eben auch dazu führen, dass sie schneller von diesen Informationen und Reizen überflutet, überlastet sind und ihnen eben alles zu viel wird. Wir reden hier also von einer höheren Empfänglichkeit, aber auch einer höheren Empfindlichkeit. Was wird denn nun aber kontrovers diskutiert? Also was ist denn überhaupt kontrovers daran? Kontrovers ist die Frage, ob es sich dabei überhaupt um ein eigenständiges Phänomen handelt oder ob es nicht vielmehr ein Zusammenspiel von verschiedenen schon bekannten Persönlichkeitsstrukturen ist oder eben auch psychischen Auffälligkeiten. Also diese besondere Feinfühligkeit für Stimmungen, die zum Beispiel hochsensible Menschen zugeschrieben wird, könnte auch Ausdruck einer Depression sein. Die schnelle Überlastung durch Reize kann ein Anzeichen von Hochsensibilität sein, könnte aber auch auf ADS zurückzuführen sein. Es ist also einfach unklar, ob Hochsensibilität wirklich eine eigenständige Sache ist oder ob hier nicht einfach mehrere Dinge in einen Topf geworfen werden, die aus anderen Bereichen eben schon bekannt sind. Nichtsdestotrotz ist Hochsensibilität im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen. Es ist ein Label, wie andere Diagnosen auch, mit dem sehr, sehr schnell um sich geworfen wird. Also auch ich habe schon ganz oft gehört, auch von euch teilweise in den Kommentaren, du bist bestimmt hochsensibel oder hast du mal gecheckt, ob du hochsensibel sein könntest? Das und das Anzeichen, das deutet doch auf Hochsensibilität hin. Ich persönlich sehe es so, jeder Mensch ist sensibel. Manche mehr, manche weniger. Und wir können auch in unterschiedlichen Bereichen sensibel oder sensibler reagieren, weil wir eben unterschiedliche Sinne haben. Ich persönlich nutze den Begriff Hochsensibilität nicht, weder für mich noch für andere Menschen, weil ich das über einen Kamm scheren nicht so sehr mag, was dann eben ganz leicht passiert. Das heißt, ich weiß, dass ich in bestimmten Bereichen sensibler reagiere, zum Beispiel auf Geräusche oder auch auf viele Menschen. Das wird mir ganz, ganz schnell alles zu viel. Aber in anderen Bereichen reagiere ich nicht so sensibel. Und ist das jetzt dann als hoch einzuschätzen? Und selbst wenn eine Person genauso empfindlich wie ich auf Geräusche reagiert, bin ich davon überzeugt, dass es zwischen uns doch noch mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten gibt. Ich möchte andere Menschen nicht auf ihre Sensibilität in bestimmten Bereichen reduzieren. Die sind facettenreiche Persönlichkeiten mit sehr, sehr unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnissen. Und genauso wenig möchte ich halt darauf reduziert werden. Ich glaube, kein Mensch auf der Welt ist hinreichend dadurch charakterisiert oder beschrieben, wenn man sagt, er ist hochsensibel oder sie ist hochsensibel. Aber ich sehe gleichzeitig auch, dass es für viele Menschen entlastend wirkt, wenn sie so eine Art Erklärung dafür haben, dass sie in manchen Bereichen eben Probleme haben oder dass ihnen manches vielleicht schwerer fällt oder dass sie in manchen Bereichen vielleicht besser sind als andere Menschen. Und insofern ist es wie mit allen Diagnosen, muss man ganz einfach sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Wie erkenne ich denn nun aber, ob ich hochsensibel bin oder nicht, bei aller Kontroverse? Und auch das ist natürlich schwierig, denn behalte im Hinterkopf, es ist kein klares Konzept, es gibt keine klare einheitliche Definition, es gibt keinen allgemein anerkannten Fragebogen dazu. Du wirst im Internet sehr, sehr viele finden, aber jeder, ja, verfasst da so ein bisschen seinen eigenen Fragebogen und da werden teilweise auch unterschiedliche Bereiche irgendwie dann als definierend für Hochsensibilität angesehen. Insofern ist es so ein bisschen so, du kannst dich selbst als hochsensibel bezeichnen, aber da hört es auch schon auf. Also vorerst hört es da auf. Ganz einfach auch deswegen, weil es noch zu wenig Forschung dazu gibt und Forschung braucht immer ein paar Jahre oder Jahrzehnte, bis sie mit vielleicht Phänomenen, die in der Allgemeinheit bekannt werden oder wo eine große Nachfrage besteht, dass sie da hinterherkommt, dass die entsprechenden Studien durchgeführt werden und dass dann sowas wie ein allgemeiner Konsens entstehen kann.
Ich habe gerade gesagt, du selbst kannst dich als hochsensibel einschätzen. Und das ist im Grunde auch das, worauf es ankommt. Das heißt, deine Einschätzung ist das ausschlaggebende Argument, solange es eben noch nichts anderes gibt. Und damit du das besser einschätzen kannst, ob du hochsensibel sein könntest oder nicht, möchte ich dir jetzt die drei Bereiche vorstellen, in denen Hochsensibilität zum Ausdruck kommt. Der erste Bereich betrifft die Art wahrzunehmen, also sensorisch sensibel zu sein. Und das ist auch der Bereich, an den wir meistens denken und der auch in den meisten Fragebögen abgefragt wird. Der betrifft eben unsere fünf Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen. Und die Frage ist, wie empfindlich du mit deinen einzelnen Sinneskanälen bist. Das kann, wie gesagt, von Person zu Person komplett unterschiedlich sein. Und das heißt auch nicht, dass all deine Sinne irgendwie empfindlicher sind, sondern es kann ein Sinneskanal im Vordergrund stehen, dass du zum Beispiel total geruchsempfindlich bist, vielleicht auch mehr Gerüche eben wahrnimmst als andere, was dich in einigen Berufen sicherlich, was in einigen Berufen von Vorteil sein könnte. Aber es kann dann eben vielleicht auch dazu führen, dass du sofort Kopfschmerzen kriegst, wenn du eine Parfümerie betrittst, wohingegen andere Leute da 2 Stunden sich aufhalten können und überhaupt kein Problem haben. Das würde eben bedeuten, dass dein Geruchssinn einfach, ja, dass du da empfindlicher bist. Du kannst ja mal überlegen, wie es bei dir ist, ob du vielleicht besonders lärmempfindlich bist, ob du es kaum aushältst, wenn dir in der vollen Bahn alle auf die Pelle rücken, ob du eben Kopfschmerzen von Gerüchen bekommst, von ganz hellem Licht. Lichtempfindlich ist ja auch eine Sache. Oder ob du nach einem Tag mit vielen Seminaren und Vorlesungen am Abend aber wirklich deine Ruhe brauchst und niemanden mehr sehen willst. Das alles könnten Hinweise darauf sein, dass du bestimmte Reize oder vielleicht eben auch alle Reize ein bisschen intensiver wahrnimmst als andere Menschen. Der zweite Bereich betrifft die Art zu denken, also kognitiv sensibel zu sein. Und das bedeutet einfach, dass Informationen intensiver verarbeitet werden. Das zeigt sich dann zum Beispiel darin, dass du intensiv nachdenkst, dass du sehr stark grübelst, dass du bestimmte Dinge nicht loslassen kannst, dass es dir ganz wichtig ist, Zusammenhänge herzustellen zwischen Informationen, dass du ein vernetzteres Denken aufweist. Wie ist es bei dir? Hast du vielleicht so einen Hang, die Dinge wirklich intensiv verstehen zu wollen und ergründen zu wollen und ja, allem auf den Grund gehen zu müssen, da ganz intensiv drüber nachzugrübeln und bestimmte Sachen auch nicht loslassen können, die andere schon längst abgehakt haben? Der dritte Bereich betrifft die Art zu fühlen, also emotional sensibel zu sein. Wenn du emotional sensibel bist, dann zeichnest du dich wirklich durch eine intensive Gefühlswelt aus. Also Gefühle werden sehr intensiv gespürt und wahrgenommen. Du bist besonders berührbar und verletzlich, aber auf der anderen Seite auch besonders begeisterungs- und genussfähig. Du wirst vielleicht manchmal von deinen Emotionen überwältigt. Du bist sicherlich auch besonders empathiefähig. Kannst dich also sehr gut in andere Menschen hineinfühlen, kannst sehr gut Stimmungen im Raum lesen. Also du betrittst vielleicht einen Raum und merkst sofort, hier ist irgendwas vorgefallen, hier ist eine ganz angespannte Stimmung. Und das wiederum ist auch, ja, belastender für dich. Also auch wieder etwas, was du nicht loslassen kannst, weil du es ganz intensiv wahrnimmst und spürst und es dich eben intensiv belastet, beschwert. Bist du vielleicht ein besonders guter Zuhörer? Kannst du sofort an deinem Gegenüber erkennen, wenn es ihm nicht gut geht? Fällt es dir aber deswegen eben auch schwer, dich abzugrenzen? Leidest du intensiv mit anderen mit? Kannst du dich eben davon nicht so richtig distanzieren und losmachen, sondern ja, bist vielleicht auch wochenlang irgendwie geht es dir nicht gut, wenn du merkst, dass die Stimmung in deinem Elternhaus angeknackst ist? Ja, das waren die drei Bereiche, in denen Hochsensibilität zum Ausdruck kommen soll. Vielleicht hast du dich ja an manchen Aspekten wiederentdeckt. Wenn ja, dann empfehle ich dir Folgendes. Geh einfach mal die nächsten 2 Wochen mit dem Gedanken durch die Welt, dass du hochsensibel sein könntest. Und schau, wie es dir damit geht, ob sich deine Lebensqualität dadurch verbessert, ob du dich einfach besser fühlst oder ob es nicht so viel tut oder es dir nicht so stimmig vorkommt und du vielleicht doch nach einer anderen Erklärung für deine Besonderheit suchen musst. Diese Weise kannst du nämlich ganz leicht feststellen, ob dieses Konzept, das ja noch nicht allgemein anerkannt ist, hilfreich für dich ist. Wenn ja, wunderbar. Wenn aber nicht, dann macht es dich nicht blind dafür, andere Erklärungen zu suchen, nach anderen Ursachen zu suchen und eben vielleicht auch den Blick von ein paar psychischen Problemen und Auffälligkeiten nicht, den Blick darauf nicht zu verlieren, sondern da eben auch noch offen zu bleiben. Weil sonst, wenn man diese eine, ich sag mal, dieses Label hochsensibel hat, dann benutzt man das für alle Besonderheiten, die einem so auffallen bei sich selbst und vielleicht wird dann eben etwas übersehen, das eigentlich ursächlich dafür ist, was du hast. So, boah, das war kompliziert. Ich hoffe,
Die wesentlichen Informationen sind bei dir angekommen. Es ist immer schwierig, über etwas zu reden, was eben nicht einheitlich anerkannt ist, keine einheitliche Definition hat. Wie gesagt, ich finde es immer wichtig, wenn es hilfreich für dich ist, dieses Konzept, wenn es dich entlastet, wenn es dir eine Erklärung für etwas liefert, was dir sonst schlaflose Nächte einbringt, dann wunderbar, nutze es. Hier hast du deine Erklärung. Wenn nicht, musst du dieses Konzept nicht auf dich übertragen, du musst es nicht für dich annehmen und du kannst offen für andere Erklärungen bleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für viele weitere dieser Videos. Jeden Sonntag kommt ein neues Video. Ich grüße dich ganz herzlich. Mach es gut.